Der Berliner Fußballverband lud ein und Berlins beste Fußballer des vergangenen Jahres folgten dem Ruf an den kleinen Wannsee. Hinzu kam sportpolitische Prominenz und auch der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit. Im Mittelpunkt standen aber vor allem die Einzelehrungen. Als Berlins bester Fußballer wurde hier Hertha-Profi Pierre-Michel Lasogga ausgezeichnet. Ja, ich bin natürlich glücklich, dass ich von so vielen Zuschauern Anerkennung bekommen habe, dass sie mir so viele Stimmen gegeben haben, dass ich diese Trophäe natürlich bekommen habe. Ist ein sehr schönes Gefühl für mich. Und auch sein Pendant bei den Frauen schätzte die Gesellschaft des frisch gebackenen Titelträgers. Auch halt, weil auch Pierre-Michel Lasogga da ist, dass man halt neben so einem Namen mal sitzen darf, ist einfach ein Traum, der in Erfüllung geht. Liedke selbst hatte aber ebenfalls allen Grund, stolz auf sich zu sein. Die Stürmerin vom SV Blau-Gelb wurde als Berlins beste Fußballerin der vergangenen Saison geehrt. Ja, ich bin natürlich überwältigt, hätte nicht damit gerechnet und ich freue mich einfach, dass ich das geschafft habe. Neben Lasogga und Liedke wurde unter anderem auch der Berliner Meister BFC Viktoria ausgezeichnet. Und der BFV hatte sich zudem ein besonderes Dankeschön ausgedacht. Herthas langjähriger Rekordtorschütze Erich Ete-Bär wurde im Alter von 64 Jahren für sein Lebenswerk gewürdigt. Ja, ich war natürlich sehr, sehr überrascht, dass nach 32 Jahren, nachdem ich in Hertha verlassen musste, dass ich da geehrt werde, dass die ganze Berliner Fußballfreunde an mich noch gedacht haben, fand ich toll und bin begeistert. Eine schöne Geste der Berliner Fußballgemeinde also. Und unter den Gästen war auch ein schon zuvor preisgekrönter, der beste Bundesliga-Schiedsrichter 2010-2011, Manuel Grefe. Ich hab mir nie große Ziele gesetzt. Ich habe immer von Saison zu Saison geschaut. In der Schiedserei ist nicht anders als im Fußball. Man kann langfristige Ziele sich kaum stecken. Das ist so viel auch abhängig von Glück und Konstellation. Ich bringe immer nur meine Leistung und hoffe, dass mich der Weg so weit wie möglich noch bringt. Ermöglicht wurde auch das diesjährige Treffen am kleinen Wannsee wieder durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie. Also grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass es für uns DKLB ein Lippenbekenntnis ist, den Berliner Fußballverband zu unterstützen. Das haben wir jetzt seit einigen Jahren in sehr exklusiver Weise getan. Das werden wir auch in Zukunft tun. Ansporn für die Aktiven ist diese Veranstaltung allemal. Auch Pierre-Michel Lasogga geht hochmotiviert in die nächsten Spiele. Ich habe jetzt mein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Und jetzt will ich einfach sehen, wie es weitergeht. Ich will einfach Gas geben und dann schaue ich einfach weiter. Und auch die Verteidigung der Trophäe hat der 19-Jährige bereits ins Auge gefasst. In diesem Jahr möchte ich es einfach versuchen, wieder umzusetzen, um für nächstes Jahr sie nochmal zu bekommen. Streitig machen will ihm diese im nächsten Jahr der diesjährige Gewinner der Amateurkategorie, Union Shootingstar Christopher Quiring. Ja, natürlich bin ich froh oder glücklich, diese Ehrung bekommen zu haben, aber ich möchte ihn am besten nicht verteidigen dieses Jahr, sondern vielleicht Pierre-Michel die Saison Konkurrenz machen. Insgesamt also ein gelungener Tag am kleinen Wannsee. Und das nicht nur für die Preisträger, sondern für den gesamten Berliner Fußballverband.